Gestern Morgen um 8.32 Uhr überfielen zwei maskierte Männer die kleine Filiale der Stadtsparkasse in Harburg und zwangen die beiden Bankangestellten Anna Klages und Kirsten Bauer zur Herausgabe des Geldes. Die Recke wollen überhaupt nichts von euch! Aber Sie brauchen den Schlüssel und den habe ich nicht! Ich habe nicht die Schnauze voll, warum? Da jedoch nur der Filialleiter im Besitz des Tresorschlüssels war, konnten die Frauen den Forderungen der Gangster nicht nachkommen. Der an diesem Tag erst später eintreffende Volker Lengsfeld bemerkte die ungewöhnliche Situation in der Bank und alarmierte sogleich die Polizei. Scheiße, die Bullen! Das unerwartete und schnelle Auftauchen der Beamten versetzte die Bankräuber in Panik. Sie eröffneten das Feuer. Komm, lass uns abhauen! Wir ziehen das Ding hier durch. Was, wie denn? Eine Flucht schien nun nicht mehr möglich und so entschlossen sich die beiden, alles auf eine Karte zu setzen. Dann ist das jetzt eine Geiselnahme. Wer wollt, dass denen nichts passiert? Man tut genau das, was wir wollen. Doch die Polizei reagierte anders als erwartet. Mit einem bis dahin noch nie dagewesenen Aufgebot rückten die Beamten an. In kürzester Zeit glich das Ganze einem Heerlager. Das Gebäude wurde umstellt, die Umgebung abgeriegelt, sämtliche Einwohner evakuiert. Spezialeinheiten gingen in Stellung, Scharfschützen in Position, Hubschrauber umkreisten das Gelände. Wenn denn was passiert, dann könnt ihr euch bei denen da beteiligen. Wenn es dann überhaupt noch geht. Unter dem wachsenden Druck drohte nun die Situation zu eskalieren. Spätestens zu diesem Zeitpunkt zweifelte keiner mehr an der Entschlossenheit und Gefährlichkeit der beiden Gangster. Die Einsatzleitung der Polizei versuchte zu verhandeln. Wenn sie innerhalb einer Stunde die Geiseln freilassen und aufgeben, dann wird man vor Gericht 6 Monate beantragen. Das könnt ihr euch abschminken. Ich gehe lieber kaputt, bevor ich nochmal in den Knast gehe. Noch immer halten zwei brutale Geiseln. Unterdessen hatten sich auch zahlreiche Pressevertreter am Tatort eingefunden und berichteten in zweifelhafter Weise live über das Geschehen in und vor der Bank. Eine Situation, die sich schließlich auch die Geiselnehmer zunutze machten. Wenn wir mal so richtig einheizen, die mal ordentlich unter Druck setzen. In mehreren Interviews formulierten sie noch einmal ihre Forderungen. 500.000 Mark in bar, den Tresorschlüssel, einen Fluchtwagen und freien Abzug. Und auch die Geiseln äußerten teilweise unter Tränen ihre Ängste und Zweifel an der Vorgehensweise der Polizei. Ich verstehe das nicht. Es braucht doch nur der Wagen zu kommen und das Geld. Doch einen Vorteil hatte das Medienspektakel. Beide Täter konnten dadurch identifiziert werden. Zunächst Hans-Georg Paula, ein mehrfach vorbestrafter Gewalttäter. Schließlich auch sein Komplize Ulrich Rafczyk. Die Schwester von Paula versuchte, die Geiselnehmer zur Aufgabe zu überreden. Doch der Versuch scheiterte und so änderte die Polizei die Strategie. Wir bereiten die Geldübergabe vor. Der Filialleiter überbrachte das Lösegeld. Hunderte von Schaulustigen wurden Zeuge eines bizarren Schauspiels, als Anna Klages unter den Augen ihres verzweifelten Mannes an einem Kabel gefesselt das Geld in die Bank holen musste. Kurze Zeit später wurde dann auch der Fluchtwagen bereitgestellt. Auf die Bank! Prost! Doch trotz dieses vermeintlichen Erfolges wurden die Täter nicht leichtsinnig. Erst mit Einbruch der Dunkelheit verließen sie mit ihren beiden Geiseln die Bank. Vor den Augen der Öffentlichkeit räumte die Polizei ihnen den Weg frei. Das Drama nahm seinen weiteren Lauf. Ziellos irrten die Gangster durch die nächtliche Innenstadt, im Gefolge die Presse und die Polizei, bis sie schließlich ihre Spur verloren. Aufgewacht. Und, gut geschlafen? Und wie sieht's aus? Nichts zu sehen. Ich glaube, die haben mir endgültig abgehängt. Oder die haben aufgegeben. Ich glaube, heute ist euer Tag. Heißt das, Sie lassen uns frei? Anna, Sie lassen uns frei. Wir können nach Hause. Wir lassen euch irgendwo raus, wo nichts ist. Bis die Bullen euch gefunden haben, sind wir längst über alle Berge. Ach, wir wollen ja gar nicht zur Polizei. Wir wollen einfach nur nach Hause. Egal. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Du kommst mit. Wir schauen uns hier mal um. Wir bringen was zu essen mit.
Du bleibst mit der Kleinen hier und passt trotzdem auf. Man weiß ja nie. Anna! Komm, nur keine Angst. Hier tut schon keiner was. Wir sind eh gleich wieder hier. Los. Zu lachen. Ich mir vorstelle, gestern um diese Zeit, ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass sowas passieren könnte. Wenn der Chef gestern nicht so spät gekommen wäre. Wenn irgendwas anders gelaufen wäre, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen. Würde ich wahrscheinlich noch im Bett liegen und Mutter müsste mich wieder wecken, damit ich nicht so spät zur Arbeit komme. Glaubst du, ich habe mir das nicht anders vorgestellt? Ich habe gedacht, wir marschieren da rein, schnappen die Kohle und ab. Habt ihr sowas schon öfter gemacht? Ich habe bis jetzt nur kleinere Dinger gedreht. Klar, mal ein Bruch, mal eine Tankstelle. Kam aber nie was bei rüber. Deswegen wollte Georg ja auch unbedingt eine Bank machen. Warum ausgerechnet wir? Ich meine, warum ausgerechnet unsere Bank? Was ist denn da schon zu holen? Keine Ahnung. War halt in der Nähe. Hey, guck mal hier. Wir sind in der Zeitung. Hier. Und hier auch, guck mal. Und da. Und da. Was steht drin? Nichts Neues. Das Gleiche, was Sie in den Nachrichten sagen, dass die Polizei die Verfolgung eingestellt hat. Hier, zur Erinnerung. Glauben Sie das? Hat Ihnen das eigentlich keine Angst? Was? Das alles. Ich meine, die werden Sie doch nie in Ruhe lassen. Die werden doch ein Leben lang hinter Ihnen her sein. Irgendwann haben die auch die Schnauze voll. Was ist? Das ist dein Sohn? Wie alt? Er wird 10 nächsten Monat. Ein gutes Alter. Dann kann man mit denen schon was anfangen. Ich hätte auch gern ein Kind gehabt. Am liebsten einen Sohn. Aber ich hatte die falsche Frau. Wer weiß. Vielleicht wäre dann alles ganz anders gekommen. Wie wär's, wenn du mal zu Hause anrufst? Was ist? Ich muss mal. Mir aus. Kein Ton darüber, wo wir sind. Klar. Sebastian? Sebastian, ich bin's, Mutti. Gut, gut geht's mir. Und dir? Heute noch. Sie haben gesagt, dass Sie uns noch heute gehen lassen. Ja, ja, ich verspreche es dir. Ehrenwort. Hast du einen Freund? Warum? Ja, in deinem Alter. So wie du aussiehst.
Nichts Festes jedenfalls. Es ist nicht so einfach, den Richtigen zu finden. Ich traue den Weibern auch nicht mehr. Wenn man so oft beschissen worden ist, dann wird man vorsichtig. Ich traue niemanden. Und was mit Ihrem Freund? Georg ist was ganz anderes. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Ewig. Er war als Kind schon mehr bei uns als zu Hause. Sicher, bei uns war auch scheiße. Alles voller Blagen und nie Kohle im Haus. Aber unser Alter hat uns wenigstens nicht mit dem Gartenschlauch verprügelt. Wenn seine Schwester nicht gewesen wäre, wäre Georg schon lange von zu Hause abgehauen. Aber die beiden haben schon immer zusammengehalten. Wie Pech und Schwefel. Und, was wollt ihr jetzt machen, wo euch jeder kennt? Uns fällt schon was ein. Das reicht jetzt. Ich muss jetzt aufhören, Schatz. Ich hab dich lieb und Papa auch. Sag ihm das, wenn er kommt. Ach, jetzt! Ja? Gib mir einen Kuss. Und, alles okay? Ja. Was guckst du denn so blöd? Glaubst du, ich hab das so gewollt? Ich hab mir nur genommen, was mir zusteht. Das, was passiert ist, ist nicht meine Schuld. Komm jetzt. Du sollst dich pennen. Guck lieber mal in die Zeitung. Komm raus, wir müssen weiter. Was mit Frühstück? Das könnt ihr unterwegs. Jetzt brauchen wir erstmal einen neuen Wagen. Komm. Frische Klamotten besorgen, oder? Na los, ihr braucht auch was. Halt mal. Wie findest du das? Das? Probier mal. Und? Gut? Klasse. Ja? Habe Fluchtfahrzeug in der City ausgemacht. Befindet sich auf dem Dach des Parkhauses. Danke, verstanden. Bleiben Sie in Position. Können Sie denn nicht eine Ausnahme machen? Nur dieses eine Mal, bitte! Was hat die da so lange zu quatschen? Wenn die uns reinlegen will. Warum sollte sie das denn tun? Ja, jetzt habe ich die Faxen dick. Probleme? Er will uns keinen Wagen geben, nur eine Kreditkarte. Oder wenigstens einen Euro-Scheck. Ich brauche irgendeine Sicherheit. Wieso? Wir zahlen noch im Voraus. Trotzdem, das ist nun mal so. Das sind eben meine Geschäftsbedingungen. Scheiß Geschäftsbedingungen sind das! Ist mal das Gleiche. Egal zu welchem Autovermieter Sie gehen. Nimmst du die verdammte Kohle und gibst uns einen Wagen von... Ruf ich die Polizei! Nein, nicht die Polizei. Tun Sie, was er sagt, bitte. Wir zerfahren Schlüssel! Oder ich baller dir den Schädel weg! Sicher von dem Bankraub gehört. Ich bin eine von den Geiseln. Wenn sie uns keinen Wagen geben, dann lassen die uns nie frei. Bitte. Was war denn los? Wir wollen ihn ja hinfragen.
Die blöde Kuh hat alles versaut. Die Freilassung könnt ihr nicht abschminken. Eins schwöre ich euch. Wir winken dir die Bullen auf dem Hals ab. Diesmal kann ich nichts. Aber das habe ich doch gar nicht gewollt. Ich wollte doch nur, dass der uns ein Auto gibt. Halt dich doch, Kerl. Auf zu flennen. Was ist? Wie sieht's aus? Das Fahrzeug ist leer. Von den Tätern und Geiseln keine Spur. Achtung an alle Kräfte. Fahrzeug, was passiert, nähert sich dem Zielobjekt. Ihr könnt übernehmen. Ist klar, wir übernehmen. Was ist denn jetzt? Wo wohnt denn dein Bruder? Mann, ich weiß nicht. Ist schon so lange her. Da, da, das graue Haus, das vorletzte. Das ist es. Es braucht eine Extra-Einladung oder was? Aussteigen. Los. Hier zu. Die Täter haben das Fahrzeug mit den Geiseln verlassen. Sie gehen jetzt zum Haus. Ich habe verstanden. Hier. Bist du wahnsinnig? Ey, ey, komm mal her! Haut ab! Mensch, mach, dass er hier rauskommt, Mensch! Holger, jetzt beruhig dich doch erstmal. Ich soll mich beruhigen? Willst du mich verarschen? Glaubst du, ich bin blöd oder was? Glaubst du, ich weiß nicht, was hier läuft? Sämtliche Bullen sind hinter euch her! Hier, die suchen euch doch überall! Im Fernsehen läuft nichts anderes mehr, die Zeitungen sind voll mit euch! Deswegen sind wir doch hier, wir wollen ein paar Tage untertauchen. Sag mal, hast du einen Arsch offen? Spinnst du? Ich will da nicht mit reingezogen werden. Ich habe keinen Bock, dass die Bullen hier auch noch einfliegen. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Holger, ich bin dein Bruder, komm. Scheiße, ich will, dass ihr abhaut, sonst hol ich die Bullen, Mensch! Du bist ein Arsch. Der gleiche Feigling wie früher. Du hast deinen Bruder schon immer hängen lassen, ne? Wenn es drauf ankam, hast du einen Schwanz eingezogen. Erzähl doch nicht. Du hast ihn doch erst da reingeritten in den Schlamassel. Wenn du nicht gewesen wärst. Du dich jetzt doch der Erste geworden. Du warst doch schon immer ein Krimineller. Bitte, hör auf! Georg hat nichts damit zu tun. Wir haben den Plan gemeinsam gemacht. Wir bringen die Sache auch gemeinsam zu Ende. Lass uns in Ruhe darüber reden. Na, steh nicht so blöd rum. Macht einen Kaffee oder macht euch sonst irgendwie nützlich. Los. Ich habe noch nie was von dir verlangt. Du kannst mich doch nicht einfach hängen lassen. Ich brauche deine Hilfe einmal. Nee! Vergiss es! Es muss ja nicht umsonst sein. Wir haben jetzt genug Kohle. Wenn du willst, kann ich dir was abgeben. Ein paar Tausender. Georg hat bestimmt nichts dagegen. Mensch, ich will doch eure dreckige Kohle überhaupt nicht. Warum denn nicht? Du hast doch selber nichts. Überleg doch mal, wie lange du für so ein paar Lappen mal lochen musst, was du dir alles leisten kannst. Ja und? Was nützt mir denn das ganze Geld, wenn ich dafür in Bau gehe? Ach, wer redet denn von Bau? Glaubst du, wir wollen das? In ein paar Tagen sind wir wieder weg und keine Sau weiß, dass wir jemals hier gewesen sind. Mensch, jetzt hör doch mal auf, das glaubst du doch selber nicht. Nicht für das, was ihr gemacht habt. Nicht für eine Geiselnahme, Mann. Mensch, Uli, worauf habt ihr euch da bloß eingelassen? Mann, 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 Mann. Was ein Wahnsinn. Was ist hier jetzt? Ein Schwachkopf.
Ich hätte es wissen müssen. Wir hätten das gar nicht hierher kommen sollen. Und wenn ich mit ihm rede, vielleicht kann ich ihn überzeugen. Also weit kommt's noch. Glaubst du, ich laufe dem hinterher? Aber irgendwie muss es doch weitergehen. Mach, was du willst. Entschuldigung, was ist denn jetzt? Wir warten alle darauf, wie es jetzt weitergehen soll. Was fragen Sie mich denn? Was habe ich denn damit zu tun? Wenn Sie uns nicht helfen, dann heißt das für meine Kollegin und mich, dass wir diese Sache vielleicht nicht überleben. Bitte. Wir können der Polizei doch sagen, dass sie es für uns getan hat. Ah, da hörst du. Ach, halt du doch dein Maul, Mensch. Überlegen Sie doch mal. Wenn Sie uns jetzt rauswerfen, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Solange die Polizei hinter uns her ist, werden sie uns nie gehen lassen. Ja, irgendwann werden sie die schon kriegen. Wenn wir da mal draufgehen? Scheiße, Uli! Draußen ist alles voller Bullen! Komm, bleib zurück da! Los, aufmachen! Wo ist denn die Kohle? Ich dachte, du hast die! Du bist ein Arschloch! Los, schnapp dir die Kohle und komm mit! Tasche! Anhalten! Anhalten! Aufmachen! Du sollst aufmachen! Alle mal her, Jan! Ihr seid jetzt unsere Geiseln! Wenn ihr euch richtig verhaltet, passiert euch nichts! Also, tut, was wir sagen! Schnauze! Das hier ist kein Spaß. Wir sind die Geiselgangster aus Harburg. Alles klar? So, jetzt setzt ihr euch erstmal hin. Alle an die Fensterrücken. Und aufrecht sitzen. Rüber! So, ihr an die Tür, los! Rüber! Rüber! Stellen Sie das vor. Tust das, was ich sage, ist das klar? Ich bin schwer beschädigt. Bitte lassen Sie mich stehen. Der Mann ist behindert, der kann gehen. Das ist auch ganz dringend. Was ist mit uns? Meine Kinder und meine Mutter. Ja, los, raus. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Schau mal aus, meine Kinder zu Hause. Hier aus. Weg. Meine Frau, bitte. Hau ab. Was ist denn jetzt? Das reicht, setz dich hin. Hinsetzen. Tür zu. Tür zu. Was ist mit mir? Ich hab längst Feierabend. Wer Feierabend hat, kann gehen. Los. Für die paar Kröten muss ich nicht auch noch Überstunden machen. Moment! Kann hier jemand Bus fahren?
Ich kann Bus fahren. Okay, du kannst gehen. Was ist mit uns? Wir haben seit über 30 Stunden nicht geschlafen. Wir sind völlig am Ende. Es sind doch noch genügend andere da. Zwei mehr oder weniger, bitte. Von mir aus. Halt! Die Kleine bleibt hier. Das ist jetzt meine persönliche Geisel. Die andere ist mir egal. Allein gehe ich nicht. Dann eben nicht. Ey! Ihr scheiß Bullen! Was habt ihr jetzt davon? Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe? Kommt raus und zeigt euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Hier, wir haben den Bus voller Geiseln! Wollt ihr, dass sie alle verrecken oder was? Ich will mit euch reden! Schickt mir jemanden, mit dem ich verhandeln kann! Ich glaub's nicht, traut sich keiner! Bleib alle auf Tauchstation! Was ist jetzt? Ich mag dich ewig! Ihr schickt jemanden sonst Knall! Ey, Kumpel, du bist doch der Bankräuber, oder? Hab Mitleid mit so einem armen Schwein wie mit mir und gib mir was. Nicht viel, nur ein bisschen. Sicher ab. Mensch, Kumpel, wir zwei müssen noch zusammenhalten. Du bist doch genauso ein armes Schwein. Gib mir doch wenigstens einen blauen. Bis zur nächsten Stütze. Bist doch ein feiner Kerl. Piss dich. Wie tut mir mit dir aber nichts zu tun? Hör zu. Ein mieses Stück Scheiße bist du. Allgemeiner Verbrecher. Ich hoffe nur, dass ihr euch schnappt. Euch beide. Piss Kerl. Verbrecher. Ihr sollt an die Fenster gehen! Seit über zwei Stunden befinden sich die Harburger Geiselgangster Hans-Georg Paula und Ulrich Rafczek fast in der zwei Tage dauert nun schon das Geiseldrama. Sie haben und noch immer ist kein Ende abzusehen. Was die Täter genau wollen, ob sie neue Forderungen stellen, das weiß zu diesem Zeitpunkt keiner. Klar ist auch nur, für uns war dass es bisher nicht möglich, einen der Verantwortlichen vors Mikrofon zu bekommen. Überall heißt es nur, kein Kommentar. Die Frage ist nur, wie lange werden die Geiselgangster die Verschleppungstaktik der Polizei noch hinnehmen? Schluss jetzt mit dem Theater. Ich hab die Schnauze voll. Wenn du jetzt nichts machst, dann tu ich's. Mach was auf meine Weise. Ich ball alle Handstunden jemand ab. Lass mich von den Brüdern nicht verarschen. Weg. Du kommst mit. Los! Hau das die Leute sehen! Wenn hier nicht sofort was passiert, knall ich die Kleine weg! Komm her! Du gehst jetzt zu den Bullen und machst denen klar, dass sie hier antanzen. Und sag ihnen, dass wir bereit sind, alle Geiseln auszutauschen gegen einen von ihnen. Und wir brauchen eine schnelle Karre, nicht wieder so eine verwandte Schleuder wie letztens. Also. Hey, nicht so schnell! Zur Strafe sollen sie nochmal 100.000 Mark drauflegen. Klar? Okay. Also. Paula, was haben Sie jetzt vor? Und was passiert, wenn die Polizei Ihren Forderungen nicht nachkommt? Wollen Sie der Presse etwas sagen? Was wollt ihr denn wissen? Alles. Wie soll es jetzt hier weitergehen? Wie es weitergeht? Wir sind seit über 30 Stunden auf der Flucht. Und die Bullen da, die verfolgen uns andauernd. Wir sind ziemlich fertig. Vor allen Dingen die beiden Frauen aus der Bank, die möchten nach Hause. Wir wollten sie heute freilassen, aber... Wenn die Bullen nicht endlich das tun, was wir verlangen. Ich kann Ihnen konkret sagen, wie das dann läuft. Dann knallt's da drin. Wir haben abgeschlossen mit dem Leben. Vor allen Dingen mein Kumpel da drin ist brandgefährlich und ich auch. Ich habe 11 Jahre Knast weg, Erziehungsheim und die ganze Palette. Ich scheiße auf mein Leben. Entweder ich komme so davon oder...
Entschuldigung, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss zur Toilette. Jammer nicht so rum. Wenn du pissen musst, dann mach da auf den Boden. Nehmt euch ein Beispiel an den beiden da. Die haben schon mehr durchgemacht. Und die sagen auch nichts. Also reißt euch zusammen. Was seid ihr nur für Menschen? Begreift ihr denn nicht, was ihr hier alles anrichtet? Halt dein Maul und setz dich hin. Ihr spielt euch hier auf, markiert den starken Mann, nur weil ihr eine Waffe habt. Ohne das Ding, da werdet ihr doch völlig hilflos. Ich schnauze voll. Dann nehmt euch die Scheiße. Paula, ich habe einen von denen dran. Hier. Die wollen mit Ihnen sprechen. Ich will mit denen hier reden. Die sollen herkommen. Nicht mit dem scheiß Ding hier. Die feigen Schweine. Das war wieder typisch. Wenn es drauf ankommt, ziehen die den Schwanz ein. Denen sind doch die Leute im Bus scheißegal. Wenn sich einer von denen trauen würde, wären die schon längst frei. Was ist mit mir? Was, wenn ich mich bereit erkläre? Mit der Autobahn. Hier, ein BMW. Den hauen wir einfach ab. Okay, fahr schon mal vor. Weg da! Uli! Uli! Los, komm, wir hauen ab. Was soll das heißen? Wir fahren mit dem Pressefritz. Und die Geiseln? Scheiß auf die Geiseln, wir schlagen uns so durch. Bist du bescheuert? Ohne Geiseln haben wir kein Druckmittel mehr. Da haben wir gar nichts mehr in der Hand. Du siehst doch, selbst wenn wir 100 nehmen, die scheißen drauf. Ich bleib hier. Wenn wir die laufen lassen, dann ballern die uns weg. Mach, was du willst. Ich hau ab. Nicht, wenn wir es so machen, wie ich es will. Vertrau mir, Uli. Hey, hey, guck mal. Die machen da was am Wagen. Ich hab's dir doch gesagt. Ihr Wichser! Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Los, Alter! Los! Mach die Tür! Kompetenzgerangel, Führungsschwäche und technische Unzulänglichkeiten bei der Polizei führten heute in der Münsteraner Innenstadt beinahe zu einer Katastrophe. Das nun schon zwei Tage währende Geiseldrama von Harburg hat durch die Buskaperung von Münster eine neue Dimension kaperten die Harburger Geiselgangster einen Bus der Linie 100. Aber alle Versuche, Kontakt zur Polizei aufzunehmen, schlugen fehl. Selbst als die Täter einige Geiseln freiließen, es wird zu klären sein, ob das bisherige Konzept der Polizei zu dieser Eskalation beigetragen hat. Ich bin hin und her gelaufen. Doch keiner von den Beamten hier war bereit, mit den Geiselnehmern zu verhandeln. Keiner fühlte sich verantwortlich. Ja, hast du das Nachdem sich die Ereignisse auf der Kreuzung immer weiter zuspitzten, setzten die beiden Geiselgangster Hans-Georg Tauler und Ulrich Raftschick schließlich ihre Flucht mit dem vollbesetzten Linienbus fort. Ohne weiteres Eingreifen der Polizei irrten sie in einer scheinbar ziellosen Fahrt durch die gesamte Innenstadt von Münster. Gefolgt von einem riesigen Tross von Journalisten und der Polizei fahren die Geiselgangster derzeit mit ihrem Bus auf der A7 in Richtung Süden. Noch immer befinden sich die beiden weiblichen Bankangestellten sowie 20 weitere Businsassen in ihrer Gewalt. Nicht vorenthalten dürfen. Wir haben abgeschlossen mit unserem Leben. Hier, mein Kumpel ist brandgefährlich und ich auch. Ich habe 11 Jahre Knast weg. Erziehungsheim, die ganze Palette. Ich scheiße auf mein Leben. Entweder ich komme so davon oder... Über das Ziel der Fahrt kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Ebenso weiterhin im Unklaren ist die Strategie der Polizei. Denn auch nach der dramatischen Geiselnahme des Busses sind noch keine Verhandlungen mit den Gangstern aufgenommen worden. Keiner bereit erklärt, mit uns zu sprechen, sind wir jetzt live mit dem Einsatzleiter der Hamburger Polizei, mit Herrn Josef Karas, verbunden. Warum gab es in Münster zwischen den Beamten vor Ort und dem Krisenstab keine ausreichende Kommunikation? Warum fühlte sich keiner verantwortlich? Natürlich kann es bei solchen länderübergreifenden Polizeiaktionen immer wieder zu Schwierigkeiten kommen. Genaueres kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt leider auch nicht sagen. Stimmt es, dass es auf Ihr Anraten hin nicht zu einem Austausch zwischen einem Polizeibeamten und sämtlichen Geiseln im Bus kam? Ja, das ist richtig. Meines Erachtens wäre dies für den betroffenen Beamten ein reines Todeskommando gewesen. Und so wird die Frage immer lauter, welches Ausmaß dieses Drama noch annehmen muss, damit die Polizei endlich eingreift. Was die wohl jetzt machen? Wen meinst du? Meine beiden zu Hause. Um die Zeit schläft Sebastian sonst schon.
Es ist jeden Abend ein Kampf. Er lässt sich immer wieder was einfallen, um nicht ins Bett zu müssen. Bei meinem Mann kommt er damit durch. Der ist einfach zu nachgiebig. Heute Morgen am Telefon da. Da habe ich Sebastian gesagt, dass ich noch heute nach Hause komme. Ich habe es versprochen. Ich habe noch nie was versprochen, was ich nicht eingehalten habe. Hier, mach mal die Tür auf. Du und du. Ich? Ja, du. Komm mal her. Wir brauchen Proviant. Bier und Cola und was zu essen. Und hier, bring noch was Süßes mit. Herr Paula, für ZDF, ein, zwei kurze Statements. Bitte, mehr brauchen wir doch gar nicht. Wollen Sie der Presse irgendwas mitteilen, Herr Paula? Irgendwas, was die Öffentlichkeit interessiert? Ich habe schon alles gesagt. Und was ist mit Ihrem Kollegen? Kann der uns was sagen? Der ist nicht fürs Quatschen, der ist mehr für Tatsachen. Und die Geiseln dürfen mit denen sprechen. Nur ein paar Interviews, bitte. Herr Paula, ein paar Fotos im Bus, okay? Ja, von mir aus, meinetwegen, aber einzeln. Komm rein. Hey! Seid ihr bescheuert? Du! Komm, wir rein. Komm, der. Hey, hört mal alle her. Ihr kommt jetzt ins Fernsehen. Also, mach nicht so traurige Gesichter. Lacht lieber mal. Ja, so ist gut. Die zu Hause sollen nicht denken, dass es euch schlecht geht. Oder? Also. Okay, Frau Klages, ganz kurz noch. Ihr seid draußen. Frau Klage, in der Gewalt der Gangster. Wie werden Sie damit fertig? Nicht schlecht. Okay, dann kommen wir rüber. Frau Mauer, wie sieht es bei Ihnen aus? Sehen Sie noch eine Chance, hier heil rauszukommen? Mann, habt ihr nicht gehört? Die wollen nicht. Ja, ja. Los, weiter. Okay. Ey, raus, hab ich gesagt. Los, raus da. Mach Platz, lass die anderen durch. Komm her. Mir geht schlecht. Genauer, was heißt das? Ich hab Angst. Was meinst du? Wie weit würden die Gangster gehen? Bis aufs Äußerste auch? Ja, ich glaube schon. Ja. Hey, das Wechselgeld. Gefühlsmäßig? Oh, Nick. Ja, jetzt gibt's was zu trinken. Sie sind jetzt schon einige Stunden im Bus. Wie ist die Gesamtsituation? Wie würden Sie es einschätzen? Furchtbar. Vor allem von Norden. Unser Hilfsleute. Wir haben schon eine besondere Erfahrung gemacht mit einem der Geiselgangster. Beschreiben Sie das doch mal. Naja, ich habe das halt nicht so ernst genommen, habe mich entgegengestellt und tja, hatte ich schon eine sitzen. Ein zart auf hart kämen heute Nacht. Wie weit würde die Brutalität gehen? Was meinen Sie? Ja, eben nicht. Die sind gefährlich, glaube ich. Die würden schießen. Mann, Scheiße, die kotzen uns den ganzen Bus voll. Schmeiß die raus! Scheiße. Weg! Komm mit raus. Es geht schon wieder. Komm, ich bring dich zur Toilette. Bleib aber nicht alleine. Weg da! Bleibst hier! Ich bin gleich. Ich glaube, im Bus tut sich was. Weg da! TK1 verlässt mit Geisel den Bus. In Richtung Toilette. Verstanden. Gehen in Position. Der Appell!
Komm, geh nach vorne! Ruhe, lass gleich! Los, schnell im Wagen, die Frau ist verletzt! Lass mich los! Jetzt lass mich los, Latein! Ihr Schweine! Ihr Schweine! Ich war ein Feind! Wenn jemand versucht zu fliehen, ich baue euch ab! Ist das klar? Geh auf! Geh auf! Was ist da los? Keine Ahnung! Die Polizei! Die haben versucht, die Geisel zu befreien! Hör zu! Wenn der Georg nicht augenblicklich zurückkommt, dann lege ich die Kleine um! Sie macht das wirklich glauben? Beruhigen Sie sich! Habt ihr das gehört? Ich schneide sie ab! Und die anderen auch! Alter, komm an! Kirsten! Georg! Kirsten! Was bist du? Anna! Bitte! Die Schäfer hier! Hat sie angeschossen! Sie haben ihren Freund festgenommen! Die Polizei hat ihren Freund festgenommen! Was sei das? Das hätten die Schweine nicht machen dürfen. Wir brauchen bei uns Kasten, bitte schnell! Du! Wenn der Georg in 5 Minuten nicht wieder im Bus ist, gibt's den ersten Toten! Sag das dem Bullen! In 5 Minuten! Dann sagen Sie schon, was wollen Sie tun? Die Zeit läuft. Wenn sein Kumpel nicht kommt, dann gibt's den ersten Toten. Sie müssen ihn laufen lassen. Zentrale, was ist jetzt? Wir brauchen eine klare Entscheidung. Zentrale, was sollen wir machen? Auf! Es wäre nie mehr böse, ich war arschkalt. Können Sie mir mal helfen? Sagt uns, was wir tun sollen. Dann wie lange noch? Ihr habt sich anders gewollt! Die Zeit ist um! 10, 9, 8! Wir sollen ihn laufen lassen! 7, 6! Beeilung! Schnell! 4! Wenn das aufhören soll zu zählen! 3! Versuchen Sie ihn aufzuhalten! 2, 1! Nicht schießen! Nicht schießen, ihr Kumpel, komm! Sie lassen ihn laufen! Bist du bekloppt? Was hast du gemacht? Es ging nicht anders! Du bist bekloppt! Los, raus hier! Schnapp dir die beiden Frauen! Und die anderen an der Bus! Scheiß auf den Bus! Nimm den BMW! Los, Schlüssel! Schlüssel! Los! Mach die Tür! Mach die Tür! Was glaubst du, was jetzt passiert? Jetzt stehen wir auf der Abschussliste. Jetzt ist auch der letzte Dorfpolizist hinter uns her. So Quatsch! Oder siehst du einen? Wie sind wir jetzt los, für immer? Damit haben die nicht gerechnet. Die haben jetzt erstmal richtig Respekt vor uns. So springen die jetzt nicht mehr mit uns um. Du hast alles versaut. Du hast alles noch schlimmer gemacht. Ja? Wer hat denn früher immer so getötet? Man müsste den Bullen erstmal einen Toten vor die Füße legen. Wer denn? Glaubst du wirklich, wir haben nur eine Chance? Abknallen werden die uns bei der nächsten Gelegenheit. Die anderen
Mann am Recht. Du bist ein Schwätzer. Du und dummes Arschloch. Sag das nicht nochmal, hörst du? Hä? Ich hab das alles nur für dich getan. Was hätte ich denn machen sollen? Wo die Gangster und ihre beiden Geiseln zur Stunde sind, ist noch unklar. Fest steht, sie sind mit dem Auto eines Journalisten auf der Flucht. Für die Polizei ist eine Verfolgung nahezu unmöglich. Auf der Raststätte und auch auf der Autobahn herrscht das totale Chaos. Entsetzen und Erleichterung liegen heute dicht beieinander. Während die rund 30 Geiseln ihr Glück immer noch nicht richtig fassen können, musste der 57-jährige Busfahrer Hermann Abel seinen selbstlosen Einsatz mit dem Leben bezahlen. Wie fühlen Sie sich? Wie ist man mit Ihnen umgegangen? In einer planlosen und völlig überflüssigen Aktion überwältigte die Polizei einen der beiden Geiselgangster auf dem Weg zu den Toiletten. Sie zwangen damit seinen Komplizen förmlich zu einer Kurzschlussreaktion. Also ich denke, als der andere Geiselnehmer festgenommen wurde, hat er völlig durchgedreht. Hatten Sie dann Angst um Ihr Leben? Ja, natürlich. Ich habe ja direkt daneben gesessen. Wie war es denn bei Ihnen? Ich bin so fertig. Ich kann noch gar nichts sagen. Soweit zum aktuellen Stand hier auf dieser Raststätte bei Münster. Wir bleiben jedoch bei dem Thema. Ich gebe zurück ins Studio zu unserer Sondersendung. In dieser Siedlung in Hamburg-Langenhorn verbrachte der Geiselgangster Hans-Georg Paula seine Kindheit und Jugend. Die Nummer 17, verwahrlost, heruntergekommen. Das Hausmeister-Ehepaar über den Täter. Aus denen konnte er nichts werden. Wie hätte er es auch schaffen sollen? Die Mutter ging anschaffen, der Vater hing dauernd vor der Glotze. Er hat doch hier für alles gesorgt. Eingekauft, abgewaschen, sauber gemacht. Und kein gutes Wort dafür. Immer nur Schläge. Ein Spielplatz ganz in der Nähe der elterlichen Wohnung von Paula. Treffpunkt der Kinder aus der Siedlung. Wie damals suchen sich auch heute Kleinkriminelle und Dealer hier ihre Opfer. Die erste Gelegenheit für Paula, sich als Autoknacker und Gelegenheitsdieb zu beweisen. Sein Kumpel Ole erinnert sich. Und Paula war immer Stress angesagt. Der hat immer irgendwas vor, aber nie hat was geklappt, weißt du, nie. Bei dem kannst du echt drauf warten, dass er einen Fehler macht. Paula ist gerade 14 Jahre, als er eine Tankstelle überfällt. Brutal schlägt er den Tankwart nieder. Seine Beute gerade mal 150 Mark. Der Jugendknast. Die erste Station in seiner kriminellen Karriere. Paula war das, was wir therapieresistent nennen. Er war nicht einsichtig und emotional völlig zurückgeblieben. Dieses unschuldige Kind wurde zu einem schrecklichen Verbrecher, dessen rohe Brutalität ganz Deutschland frieren lässt. Wir fragen seine Schwester Maria, was hätte anders laufen müssen, um dieses Drama zu verhindern. Anders laufen? Was weiß ich, alles wahrscheinlich. Was soll er denn jetzt machen? Ihm bleibt doch nichts anderes mehr übrig. Ihr wartet hier. Ich wollte gerade zumachen. Nur kurz, kleines Bier, wir haben eine lange Fahrt hinter uns. Von mir aus. Das Klo? Nach den tödlichen Schüssen auf der Raststätte ist es uns gelungen, den Bruder von Ulrich Rawczyk vor die Kamera zu bekommen. Hier nun seine erschütternde Stellungnahme. Sie haben keine Ahnung, warum er das gemacht hat? Keine Ahnung. Ich habe davon erst im Fernsehen erfahren. Hatten Sie denn überhaupt keinen Kontakt miteinander?
Kontakt. Seit ich hier wohne. Außerdem, ich bin nur die meiste Zeit am Arbeiten. Und als Sie von der Schießerei auf der Raststätte gehört haben, wie haben Sie da reagiert? Boah. Mann, da habe ich fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ein Mord, das ist doch das Schlimmste, was es gibt. Nee, da habe ich mir gedacht, so was wie der, das ist nicht mehr mein Bruder. Abknallen hätten sie den sollen, das ist meine Meinung. So was wie den sollten sie einfach abknallen. Nee, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Sind Sie denn für die Todesstrafe? In so einem Fall? Tja. Auch wenn er Ihr Bruder ist? Auch dann. Los, ihr könnt kommen, die Luft ist rein. Ist was? Okay.
Bräuche! Los, weiter! Ich umdrehen. Geh du allein weiter. Hol Hilfe. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Ich lasse dich nicht alleine hier, Anna. Geh jetzt, Kirsten. Es hat doch keinen Sinn. Oder willst du, dass die uns wieder einfahren? Ich gehe nicht ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Hörst du? Das haben wir uns doch versprochen. Anna. Ja? Komm, ich helfe dir. Verbandskasten. Was ist jetzt mit dem Arzt? Mach das schon. Und? Was machen wir denn jetzt? Soll nach Holland. Was? Warum? Wegen der Bullen. Die sind da humaner. Sie halten sich wenigstens daran, was sie sagen. Na los, dann mach. Ich bin's. Georg, wo bist du? Was ist denn passiert? Im Fernsehen haben sie gesagt, ihr hättet jemanden umgebracht. Stimmt das? Ja, ja, beruhig dich erstmal. Jetzt sag doch, ist das wahr? Habt ihr wirklich jemanden erschossen? Es ging nicht anders, glaub mir. Wir hatten keine andere Wahl. Die Schweine wollten uns lenken. Der Uli ist ausgerastet. Die Bullen sind schuld. Weißt du, was das heißt? Was wollt ihr denn jetzt machen? Wir gehen ins Ausland, nach Holland. Aber ich will, dass du und die Kleine mitkommst. Wie soll denn das gehen? Ich kann doch nicht einfach... Ach komm, Maria, lassen Sie sich jetzt darüber reden. Außerdem bin ich schon unterwegs. Ja, und die Polizei? Die sucht euch doch überall. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Ich melde mich, sobald wir wieder in Hamburg sind. Vertrau mir. Schwachsinn. Was glaubst du, was da los ist? Da wimmelst du doch vor lauter Bullen. Mann, vergess die beiden. Wenn du Sehnsucht nach deiner Schwester hast, dann lass sie doch nachkommen. Ich habe keine Lust, mich wegen der schlafen zu lassen. Du kannst auch aussteigen, wenn du willst. Ich gehe auf jeden Fall nicht ohne meine Schwester. Also, was ist? Ich komme auch ohne dich aus. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ziemlich genau. Thank you.
Autobahn über die Elbbrücke verlassen. Könnt ihr ihn sehen? Okay, ich sehe ihn. Nehmen die Verfolgung auf. Gut, bleib dran. Möglichst so, dass ich nicht merke. Seht zu, dass ihr sie nicht verliert. Ab jetzt möchte ich laufend über alles informiert werden. Ist das klar? Ich will, dass wir diesen Spuk hier und heute beenden. Was da gestern auf der Raststätte passiert ist, darf sich hier bei uns auf keinen Fall wiederholen. Kostet es, was es wolle. Es ist nicht unbedingt einfacher geworden. Wenn wir weiterhin ein Risiko für die Geiseln ausschließen... Ein Risiko wird es immer geben. Da müssen wir das eben einkalkulieren. Außerdem, die Presse hat uns sowieso unter Beschuss. So einfach wie vor der Bank werden wir es denen nicht mehr machen. Durchhalten. Achtung, Täterfahrzeug fährt weiter in Richtung Innenstadt. Wir bleiben dran. Auch das noch. Wir lassen ja wirklich gar nichts aus. Was können wir tun, um die auszuschalten? Während der Fahrt, mitten im Verkehr? Das ist schwierig. Wir sollten lieber warten, bis sie irgendwo zum Stehen gekommen sind. Dann haben wir die Situation besser unter Kontrolle. Ja? Maria? Er ruft wieder an. Wir sind wieder in Hamburg. Seid ihr fertig? Wo? Wo sollen wir uns treffen, meine ich? Kommt in die Fußgängerzone. In die Stadt? Ja, da sind wir am sichersten. Wo da genau? Ich finde euch schon. Also bis gleich. Georg? Ja? Schon gut. Wohl nicht wahr sein. Wenn wir die Fußgängerzone absperren, das ganze Gebiet räumt. Wie stellen Sie sich das vor? Wissen Sie, was das heißt? Und selbst wenn, dafür ist es jetzt zu spät. Nein, im Gegenteil. Ich will dort keinen uniformierten Beamten sehen. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist? Na, wo viel los ist, sind wir am sichersten. Wenn irgendwas schief geht, du weißt ja, was da passiert. Halten Sie es wirklich für eine gute Idee, deine Schwester zu ihm zu lassen? Auf alle Fälle. Wenn überhaupt noch jemand Einfluss auf Paula hat, dann sie. Und was, wenn sie auch noch mit einsteigt? Kann ich mir nicht vorstellen, so wie ich sie einschätze. Nein, nein, wir warten ab, was passiert. Wie sieht's bei Ihnen aus? Unsere Leute sind in fast allen Hauseingängen postiert. Mehr können wir im Moment sowieso nicht tun. Was ist mit Präzisionsschützen? Bei den Gegebenheiten? Keine Chance. Außerdem, wenn erstmal alle Geschäfte offen sind, dann wimmelt es dann nur so von Menschen. Wenn da ein Schuss fällt, kann ich für nichts mehr garantieren. Was ist, wenn sie nicht kommt? Die kommt. Ich habe kein gutes Gefühl. Was soll uns hier schon passieren? Da ist sie. Ihr wartet hier. Aber beeil dich, ich warte nicht ewig. Maria. Georg. Wo ist die Kleine? Zu Hause. Es tut mir leid. Aber ich komme nicht mit. Denn jetzt noch hin? Das hat doch alles keinen Zweck. Mensch, wir haben so weit geschafft. Mach dir doch nichts vor. Maria.
Ich glaube, es wird nichts. Mensch, wir haben doch sonst immer zusammengehalten. Das hast du doch selber gesagt. Ich kann nicht. Ich... Ich muss doch an die Kleine denken. Mensch, das tue ich doch auch. Überleg doch mal, jetzt, wo wir das Geld haben, was wir alles machen können. Maria. Es ist vorbei. Bitte gib auf, bevor es zu spät ist. Was gibt's denn da zu glotzen? Lass verschwinden! Ihr sollt verschwinden! Ihr sollt verschwinden! Hau ab! Georg! Komm her! Ich komm gleich zurück. Ich hab Angst, bitte. Maria, bitte. Warte. Geh nicht weg. Ja! Wo bleibst du denn? Guck dir das mal an, wir müssen die abhauen. Komm, was ist denn? Dauert noch ein paar Minuten. Kann doch eh nichts passieren. Georg, wir müssen hier verschwinden. Was ist denn jetzt? Na los! Und was ist mit mir? Mein Bein. Ich kann nicht mehr. Von mir aus können wir sie rauslassen. Na los, raus! Weg jetzt hier! Wir brauchen einen Arzt. Was ist? Los, komm mal her. Na komm schon. Wir brauchen einen Arzt oder sowas. Los, beeil dich. Paula! Paula! Was habt ihr uns nächstes geplant? Wollen Sie die Geisel freilassen? Von uns aus wird es keine neuen Forderungen geben. Wir wollen bloß, dass die Frau versorgt wird. Und Sie glauben wirklich, dass man sie damit davonkommen lässt? Davon bin ich fest überzeugt. Die Bullen werden nicht nur mal versuchen, uns zu lenken. Nicht nachdem, was auf der Raststätte passiert ist. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Sie würden wirklich nicht zögern, noch jemanden zu erschießen? Auf keinen Fall. Wenn die Bullen uns nochmal angreifen, dann knallt. Ich hab damit kein Problem. Jetzt hau ab! Das wird ja immer schlimmer. Unsere Leute kommen kaum mehr durch. Die Presse ist so dreist, wir haben überhaupt keine Chance mehr. Diese Arschgeier vermasseln uns die ganze Tour. Sie glauben, es hat keinen Sinn, mit den beiden noch mal zu verhandeln. Nicht nach dem, was passiert ist. Ich wusste gar nicht mehr, was ich ihnen anbieten sollte. Und freiwillig aufgeben die beiden nicht. Nicht mehr. Wir müssen versuchen, unsere Leute zu tarnen, als Kameraleute oder als Fotografen. Vielleicht kommen sie so dicht genug an den Wagen. Selbst wenn wir Paula überwältigen, was ist mit dem anderen? An den kommen wir nicht ran. Dann müssen sie ihn eben liquidieren. Ich weiß nicht. Bei der Menschenmenge. Die beiden Geiselnehmer, Paula und Rafczyk, geben derweil in aller Ruhe Vertretern der Presse Interviews. Fast könnte man meinen, dass sie es inzwischen genießen, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Frau Klages, haben Sie große Schmerzen? Können Sie uns sagen, wie stark die Verletzungen sind? Glauben sie, können Sie die Frau hier überhaupt behandeln? Glauben Sie, dass man sie jetzt endlich freilassen wird? Wollen Sie noch was sagen? Vielleicht Ihren Angehörigen? Hier ist die Kamera, Frau Klages. Weiter, ich sollte voll abhauen hier! Hey, lass die Frau in Ruhe, raus da! Weg! Sind Sie auch verletzt? Wie fühlen Sie sich? Ganz gut. Glauben Sie, dass es ein gutes Ende nehmen wird? Wenn die Polizei uns in Ruhe lässt, dann schon. Herr Rafczyk, nimm die Waffe etwas höher. Halten Sie da mal an den Hals. An den Hals damit. Herr Rafczyk, haben Sie uns auch noch was gesagt? Danke. Ich bin nicht fürs Quatschen. Es wurde schon viel zu viel gequatscht. Was ist denn jetzt? Ich bin jetzt soweit. Hey, komm, dann steige ein. Oh, Feierabend jetzt. Platz da, mach den Weg frei. Du auch, hau ab. Welches Strafmaß wäre richtig für die Geiselgangster, wenn sie denn gefasst werden? Also lebenslänglich bin ich der Meinung, reicht da nicht unbedingt aus. Für solche Fälle, Kopf ab, fertig, runter damit. Also lebenslänglich, ich denke mal, das ist noch zu wenig. Ich würde fast sagen, die Todesstrafe sollte man dafür ja einführen. Lebenslänglich auf jeden Fall. Die dürften eigentlich gar nicht mehr rauskommen. Anna! Jürgen! Anna! Halten Sie an! Halten Sie an! Anna, wie geht's dir? Anna, mein Schatz. Anna!
Herr Schwindel! Lassen Sie sie doch bitte gehen. Sie hat doch genug gelitten. Nehmen Sie doch mich, ja? Hätte ich doch das Scheitern verpissen! Lindmann! Herr Paula! Lassen Sie meine Frau doch endlich gehen! Sag deinem Alten, dass er abhauen soll, Mann! Stell dich nicht so an, du siehst deinen Alten noch früh genug wieder. Schluss, jetzt endgültig Schluss. Wir bereiten den Zugriff vor. Sobald wir aus der Innenstadt raus sind, schlagen wir zu. Ich kann nur noch mal sagen, während der Fahrt ist das Risiko sehr groß. Das ist mir scheißegal. Wollen Sie, dass die Sache noch mehr aus dem Ruder läuft? Und? Kann man schon absehen, wo die hinwollen? Vermutlich Richtung Autobahn. Gut, dann bringen wir die Sache dazu hin. Und was ist mit den Geiseln? Bei einer solchen Aktion kann ich für deren Sicherheit nicht garantieren. Dann müssen wir das eben hinnehmen. Übernehmen Sie die Verantwortung? Übernehmen Sie die, wenn noch Schlimmeres passiert. Es bleibt dabei. Der Zugriff erfolgt durch uns, solange Sie noch in Hamburg sind. Und was ist mit der Presse? Lassen Sie sich was einfallen. Pissen. Gut abgehängt, oder? Ja, die ganze Autobahn ist leer. Und dann hat es geschafft. Darauf müssen wir was trinken. Hier. Prost! Prost! Ja, Prost. Na, für dich. Danke. Ob ich da bleiben kann,
ein paar Stufen bis zur Tür. Ich spür ein wenig Angst in mir. Wie kann ich nur so sicher sein? Vielleicht lebst du nicht mehr allein. Ich würde gern für immer bleiben. Das kann ich nicht allein entscheiden. Vielleicht wird uns noch viel verbinden. Vielleicht musst du es zu mir finden. Hello again! Guck mal, nur noch 100 Meter! Yes, was ist? Nun sagen Sie schon. Wie sieht's aus? Zugriff beendet. Beide Täter überwältigt. Eine der Geiseln in Sicherheit. Die andere? Was ist mit der anderen? Genaueres lässt sich noch nicht sagen. Auf jeden Fall ist sie schwer verletzt. Tja, das war's dann wohl. Das Harburger Geiseldrama hat vor wenigen Minuten ein gewaltsames Ende gefunden. Bei dem Zugriff durch eine Spezialeinheit der Polizei wurde eine der beiden Geiseln tödlich getroffen. Die andere blieb unverletzt. Die Geiselnehmer wurden festgenommen.
Auf der A1 kurz hinter Hamburg hatte ein Sondereinsatzkommando der Polizei den Fluchtwagen der Bankräuber gerammt. Dabei kam es zu einem kurzen, aber heftigen Schusswechsel, in dessen Verlauf die ältere der beiden Geiseln, die 38-jährige Anna Klages, mit einem Schuss in den Oberkörper getötet wurde. Noch ist unklar, ob sie durch eine Polizeikugel oder durch einen gezielten Schuss eines Geiselnehmers zu Tode kam. Eindeutig wird dies erst nach einer Obduktion und einer ballistischen Untersuchung zu beantworten sein. Die jüngere Geisel, die 24-jährige Kirstin Bauer, blieb unverletzt. Sie brachte sich durch einen Sprung aus dem Fluchtwagen selbst in Sicherheit. Die beiden Geiselnehmer, Hans-Georg Pauler und Ulrich Rawczyk, konnten nach heftigem Widerstand von dem Einsatzkommando festgenommen werden. Damit nimmt eines der spektakulärsten Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte nach fast 54 Stunden ein tragisches Ende. Fest steht schon jetzt, dass die taktischen Maßnahmen der Polizei kritisch hinterfragt werden müssen. Nach Meinung vieler Experten wurde der Zugriff zu lange hinausgezögert. Auch das Verhalten der Medien, die auf eine noch nie dagewesene Weise vor Ort berichtet und dadurch die Arbeit der Polizei massiv behindert haben, steht in der Kritik. Das Geiseldrama von Harburg wird noch lange über den heutigen Tag hinaus die Öffentlichkeit beschäftigen.